Wir hören jetzt Thomas Düffert, der ist Vizepräsident des BDZV und Vorstandsvorsitzender von Matzak. Und er wird einmal zurückblicken und nach vorne. Viel Spaß mit Thomas Düffert. Ja, vielen Dank, Lars Heider, vielen Dank, Hanna Supper. Auch ich freue mich tatsächlich sehr, dass ich zum dritten Mal hier auf der BBETA zu Beginn über die Dinge sprechen darf, die der Branche vielleicht am Herzen liegen oder mir persönlich auch am Herzen liegen. Denn es ist ja alles sehr schnelllebig und es tut sich so viel. Ich habe den Vortrag diesmal genannt, unsere digitale Zukunft ist in einer entscheidenden Phase. Das ist sie ja eigentlich immer. Sie war auch letztes Jahr in einer entscheidenden Phase und vorletztes Jahr und die Jahre davor auch. Aber trotzdem trifft es diese Überschrift dennoch. Bevor ich dazu komme, was vielleicht die Branche jetzt aktuell bewegt, würde ich einmal gerne auf die erste BBETA zurückblicken. Das war im Jahre 2019. Da habe ich so 7 Punkte an die Wand geworfen und ich habe mich gefragt, ob ich die heute eigentlich nochmal so an die Wand werfen würde. Da steht sowas wie Wände einreißen zwischen Redaktion und Verlag, Daten nutzen, Lust machen auf Digitalisierung. Also ich glaube, die ersten 3 Punkte, da hat sich so viel getan innerhalb von 2 Jahren, dass wir das heute gar nicht mehr so ausdrücken müssen. Natürlich arbeiten alle Redaktionen und auch die Verlage viel digitaler als noch vor 2 Jahren. Und die klassische Einteilung, da ist die Redaktion und auf der anderen Seite der Verlag und die Leute reden eigentlich kaum miteinander. Das ist wirklich passé. Mittlerweile gibt es in vielen Verlagen eine wirklich tolle Teamarbeit. Dann steht 4, 5, 6, Journalismus statt Clickbaiting, auf Digitalabos setzen, unterhaken. Das sind Punkte, die zählen immer noch, die würde ich gleich tatsächlich auch noch mal kurz aufnehmen. Und Punkt 7, Politik muss Rahmenbedingungen neu festlegen. Da hat sich in den letzten 2 Jahren doch ordentlich was getan. Es gibt ein neues Kartellrecht und es gibt auch im Urheberrecht viele Veränderungen. Was noch fehlt, ist sicherlich die Förderung der Zeitungszustellung. Auch das ist am Ende ein Thema, bei dem es um Digitalisierung geht, denn wir brauchen ja diese Zeit und Kraft, um auch in den Folgejahren noch Zeitungen zustellen zu können und eben dieses Geld, was wir verdienen, noch mit den Printobjekten auch für die Digitalisierung zu nutzen. Ich würde fast einen 8. Punkt da noch zusetzen. Ich würde heute noch ergänzen, die Branche muss diese neuen Rahmenbedingungen neu ausgestalten. Denn da tut sich ja sehr viel und sind Punkte, die den Verband auch gerade ein bisschen bewegen. Das ist an sich aber, glaube ich, eine gute Sache und eine Chance für alle. Im Jahre 2019 hatte ich auch diese Seite aufgelegt. Es geht um Journalismus, es geht aber auch um Geld und Zeit. Ich habe mir jetzt einfach erlaubt, diese Folie nochmal zu nehmen. Und das wird jetzt für mich ein bisschen der Durchführer für die BBETA 2021 hier, was mein Vortrag anbelangt. Es gibt nämlich ein paar Themen, die sind jetzt ganz besonders wichtig. Es gibt ein paar Themen, auf die kommt es jetzt ganz besonders an. Und der allererste Punkt, ich habe nur 3 Punkte, es geht also ganz flott. Der allererste Punkt ist dieser Satz hier, wir müssen auf unser journalistisches Fundament achten. Da fragen Sie sich, was will er jetzt, wo will er drauf hinaus? Ich habe mir mal erlaubt, auf unseren BDZV zu gucken, auf den Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger und habe ein paar Zahlen einfach mal mitgebracht, die ich wirklich ganz interessant finde. Im BDZV sind 318 Medienmarken organisiert und es sind insgesamt 2800 ungefähr jedenfalls digitaljournalistische Angebote. Das sind also nicht nur die Webseiten, das sind auch neue Formate wie Podcast und wie Newsletter, die wir machen in allen Redaktionen. Und wenn man sich dann mal fragt von diesen großen Zahlen, wie viel kommen da eigentlich von Regionalverlagen, dann stellen wir fest, dass von den 318 302 von Regionalverlagen kommen und von den 2800 2600 von Regionalverlagen. Es gibt in Deutschland wirklich überragend gute, toll gemachte, überregionale Tageszeitungen. Ich will da mal die FAZ und die Süddeutsche vorweg nennen, als sozusagen vielleicht die Flaggschiffe im überregionalen Journalismus in Deutschland. Könnte auch noch Handelsblatt und dann auch noch die Welt nennen. Wirklich gute Zeitungen in Deutschland. Aber ich hoffe, alle Kolleginnen und Kollegen dieser überregionalen Titel verzeihen mir jetzt einmal, dass ich mal den Schwenk in eine andere Richtung mache und den Fokus auf Regionaljournalismus lege. Denn wenn man sich diese Zahlen einmal ansieht, dann stellt man fest, dass das journalistische Fundament des BDZV der Regionaljournalismus ist.
Wenn in Oldenburg Schmu betrieben wird mit Corona-Tests, dann berichtet die NWZ darüber. Und wenn in Münsterhausen ein Politiker Dinge macht, die so einfach nicht in Ordnung sind, dann berichtet die Augsburger Allgemeine. Und wenn in Schleswig-Holstein sich neue Dinge zur Flüchtlingskrise ergeben und weitere Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, dann berichten die Zeitungen des SAZ oder die Dithmarscher Landeszeitung oder die Kieler Nachrichten oder die Lübecker Nachrichten. Und wenn es in Bayreuth Proteste gibt wegen einer neuen Autobahn, dann berichtet das Bayreuther Tagblatt darüber. Und wenn es in Berlin Demonstrationen wegen schlechter Arbeitsbedingungen bei den Gorillas-Fahrern gibt, dann berichtet die Berliner Morgenpost darüber. Ich bin dann auch durch mit dieser kleinen Aufzählung. Ich habe Ihnen jetzt mal 5 Beispiele genannt. Und vielleicht denken einige von Ihnen, das ist dem jetzt extrem schwer gefallen, hier 5 Beispiele rauszusuchen. Ist es natürlich nicht, weil diese Beispiele gibt es jeden Tag in jeder Lokalzeitung, in jeder Regionalzeitung, über jedes Bundesland, über jede Gemeinde, über jeden Bezirk, über jedes Dorf, über jede Stadt. Jeden Tag, immer wieder und der nächste Tag und der nächste Tag und der nächste Tag. Die wichtigste publizistische Kraft in Deutschland ist die Summe aller Regionalzeitungen. Und für eine lebendige Demokratie sind Regionalzeitungen eben unverzichtbar. Und warum ich jetzt hier auf diesem Thema so ein bisschen rumrede, ist einfach, weil ich in der jetzigen Phase der Transformation gelegentlich den Eindruck habe, als sei das nicht so wichtig, als könne man das irgendwie abtun. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Ich kann das fast auch ein bisschen verstehen. Man sieht so sein eigenes Verbreitungsgebiet und sieht seinen eigenen Titel, ob er nun klein ist oder groß, und denkt sich, was kann ich schon bewegen im Rahmen sozusagen dieser großen Digitalisierung? Welche Kraft hat denn schon mein eigener kleiner Titel? Da würde ich sagen, naja, da hat schon eine sehr große Kraft, wenn wir uns denn unterhaken würden. Und wenn wir sozusagen diese ganze Kraft der Regionalzeitung auch nehmen und sie für die Dinge einsetzen, die für uns wichtig sind. Weil wenn wir das nicht machen, öffnen wir ja denjenigen die Türen, die meinen, sie können sich vor uns hertragen und uns so ein bisschen da mitlaufen lassen und abtun. Das wäre in der Digitalisierung, glaube ich, keine gute Sache. Deswegen ist mein erster Punkt, wir müssen auf unser journalistisches Fundament achten. Das ist sozusagen die Basis auch für den zweiten und dritten Punkt, den ich jetzt noch erwähne. Denn ich bin da wieder bei dem Chart aus 2019. Es geht ja um Journalismus und es geht eben auch um Geld und um Zeit. Und da ist eine Sache, die haben wir richtig gut hinbekommen, finde ich, in den letzten Jahren, möchte ich gerne mal erwähnen. Wir haben wirklich alle gemeinsam ein Plus-Abo etabliert. Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen ist, aber irgendeiner hat es zuerst gemacht und einer hat es kopiert und dann haben es irgendwie alle kopiert. Das ist richtig eine gute Sache, weil wir damit einen Standard gesetzt haben, einen Branchenstandard, der wirklich gut funktioniert, der auch in den nächsten Jahren weiter funktionieren wird. Ich denke, die Zahl der Plus-Abonnenten wird steigen in Deutschland. Wir sind jetzt aktuell, die Zahl von BDZV ist ungefähr bei 1,5 Millionen Plus-Abonnenten der Deutschen Tageszeitung. Eine schon sehr hohe Zahl, wie ich finde. Das ist das eine, da geht es um die Plus-Abos, aber es geht ja auch noch um was anderes. Es geht um die digitalen Kioske der Zukunft. Alle Verlage arbeiten ja mehr oder weniger mit den großen Plattformen zusammen, mit Google und Facebook und so weiter. Und damit meine ich also sozusagen den normalen Stream, den alle machen. Aber es gibt ja jetzt auch neue Produkte von diesen Plattformen. Facebook News, Google News Showcase sind da die großen Schlagworte. Und die allermeisten von uns, die allermeisten der Zeitungen in Deutschland, haben noch keine Verträge abgeschlossen. Wenige haben Verträge abgeschlossen, sind vielleicht zufrieden oder nicht so zufrieden oder vielleicht auch sehr zufrieden. Das kann auch sein. Auf jeden Fall ist es ja so, dass mit dem Abschluss dieser Verträge, und dieser Zug lässt sich ja nicht aufhalten, wir eine neue Form des Medienkonsums etablieren. Wir trainieren und wir sozialisieren kommende Generationen, dort nach Nachrichten von uns zu gucken. Das wird so kommen
Und es ist jetzt halt auch so, sag ja, dieser Zug ist längst in Bewegung. Und wenn das also so ist, dann frage ich mich natürlich, wer bestimmt eigentlich, was auf diesen Kiosken der Zukunft dort oben prominent angezeigt wird und was nicht. Und da machen wir ja sehr viel über die Landesmedienanstalten. Ich glaube, da gibt es auch immer mal Streitfälle, größere und kleinere. Meine Botschaft an der Stelle ist einfach, es lohnt sich wirklich dagegen zu halten. Wir müssen da meines Erachtens völlig aufpassen. Denn wer am Ende die Regalplätze verteilt, der gewinnt ja Macht und Meinungshoheit und auch eine Menge Geld. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, dass wir für Neutralität auf den digitalen Kiosken sorgen müssen. Wenn ich das so sagen darf, weil es wirklich gut herpasst, ich bin da auch dem Axel Springer Verlag tatsächlich sehr dankbar, dass dieses Thema Kuratieren durch Update bei Facebook News relativ schnell wieder abgeräumt wurde und es jetzt Bestrebungen gibt, da auch schon tatsächlich eine neutrale Instanz zu etablieren. Also ein gutes Zeichen hier an der Stelle. Dann komme ich zu Punkt 3. Und ich bin immer noch bei dem Thema Journalismus und Geld und Zeit. Und da ist ja was passiert, was uns alle sehr freut, wofür wir alle auch in den letzten Jahren erheblich gekämpft haben. An der Stelle vielleicht mal tatsächlich ein großer Dank an alle. Ich glaube, das war eine tolle Teamleistung. Kann man einzeln gar nicht herausreden, sondern da hat die Branche richtig fest und kräftig gegengehalten und es hat auch was gebracht. Ich habe mir die EU-Richtlinie von 2019 nochmal durchgelesen und habe mich gefragt, was eigentlich so die Grundidee war. Und da steht in dieser EU-Richtlinie: Für Qualitätsjournalismus und den Zugang zu Informationen für die Bürger ist eine freie und pluralistische Presse unabdingbar. Sie leistet einen grundlegenden Beitrag zur öffentlichen Debatte und zum reibungslosen Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Ich habe das mal gemarkert, diesen letzten Teil zum Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Das ist sozusagen die Idee auch des Leistungsschutzrechts gewesen. Und da stellt sich dann die Folgefrage: Welcher Journalismus leistet eigentlich einen unverzichtbaren Beitrag für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft? Ist es dieses heiße Foto, das irgendwas über Rurik verrät? Oder ist es das Foto von Sophia Tomalla, an dem irgendwas besonders ist? Oder ist es das Kettensägenmassaker? Oder ist es der Megazoff nach Ex on the Beach, Till Adam, wer auch immer das sein mag, mit Rundumschlag gegen Ex? Oder ist es das unmögliche Foto, das bei Aldi aufgenommen wurde? Die Einkaufswagen stehen in Reih und Glied. Oder ist es die Horrornachricht um die Brust-OP von Daniela Katzenberger? Ist das damit gemeint, mit Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft? Oder ist es vielleicht doch das gewesen, was damit gemeint ist? Ich weiß nicht, ob rhetorische Fragen funktionieren, aber es liegt natürlich auf der Hand. Und ich möchte da einmal tatsächlich einen Schwenk machen, nämlich zu der Verwertungsgesellschaft Corinth Media. Die Idee von Corinth Media ist, glaube ich, genau richtig. Wir müssen uns bündeln, damit wir gegen die großen Plattformen mit starker Stimme sprechen können. Vielleicht kennen Sie Corinth Media nicht. Es hieß früher mal VG Media, hat sich aber umbenannt. Ich bin da auch noch mal eingestiegen tatsächlich und habe mich gefragt, warum haben die sich eigentlich umbenannt? Und da steht also bei Corinth: Mit der Umfirmierung wolle man Bezug auf die antike Stadt Corinth als einer der demokratiegeschichtlichen Ausgangspunkte Europas nehmen. Da taucht schon wieder dieses Wort Demokratie auf, eben bei der EU-Richtlinie, Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft. Und auch Corinth sagt, der Grund, warum wir so heißen, ist, weil es der Ausgangspunkt der demokratiegeschichtlichen Ausgangspunkt Europas war. Also zweimal dieses Demokratiegeschichtliche. Und da frage ich mich, ist es denn das, was wir belohnen sollten? Ist es diese Art von Journalismus? Oder
jetzt nochmal zum dritten Mal dieses Foto. Ist es nicht eher das? Wenn wir einen Journalismus wollen, der für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft einen unverzichtbaren Beitrag leistet, müssen wir auch die Belohnungsmechanismen entsprechend ausrichten. Ich weiß nicht, viele von Ihnen haben sich ja wahrscheinlich angesehen, wie man plant, das Mögliche, den möglichen Verwertungserlös bei Corinth dann zu verteilen. Und es ist eigentlich ein bisschen eine Form von Fehlsteuerung, muss ich sagen. Denn wenn 98% der Verwertungserlöse einfach nach Klicks, nach Visits verteilt werden sollen, dann belohnen wir den Journalismus, den ich Ihnen da eben gezeigt habe. Dann geht es um das heiße Foto von Rurik oder dieses Foto mit Aldi und den ganzen Einkaufswagen. Ich glaube, eine Belohnung von Voyeurismus und Clickbaiting war mit dem EU-Leistungsschutzrecht nicht gemeint. Und deswegen ist hier von mir tatsächlich auch die Bitte an Corinth, an die Gesellschafter von Corinth, auch an die Geschäftsführung von Corinth, Herrn Runde, Herrn Schwenicke, aber auch an den Axel Springer Verlag, der bei der Verteilung ein gewichtiges Wort zu sprechen hat, ist die Bitte an diesen Kreis, doch den Schieberegler ein wenig weg von Reichweite mehr hin zu dem Journalismus zu schieben, der eben für uns als Demokratie auch wichtig ist. Deswegen ist mein dritter Punkt, dass wir darauf achten müssen, dass wir über das Leistungsschutzrecht den gesellschaftlich unverzichtbaren Journalismus auch belohnen. Meine Damen und Herren, das sind meine drei Punkte, die mir in diesem Jahr besonders am Herzen liegen. Ich weiß, dass das die Branche auch gerade ein bisschen bewegt. Ist auch gut so, weil ich glaube, dass wir so tatsächlich die Chance haben, am Ende für alle in dieser wichtigen Phase der Digitalisierung einen ordentlichen Weg zu finden, mit dem alle auch entsprechend leben können. Das ist eine wichtige Phase, in der wir gerade sind. Und ich bin sehr froh, dass all diese Themen auch heute hier auf der Bibeta Thema werden. Ich glaube, es geht direkt hier gleich im Anschluss auch weiter mit diesem wichtigen Thema des Leistungsschutzrechts und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und gebe damit zurück an Hanna Supper und an Lars Haider. Vielen Dank.